Hallo, guten Abend. Dobrodošli još jednu novu video lekciju i za večera sam vam pripremila jedan interesantan tekst. Veoma često sarađujem sa jednom prijateljicom koja je Nemica i kad god ona ima vremena, ja je nateram da nešto zajedno napišemo. Dakle, hoću da nemački koji vama predajem i čitam zajedno sa vama bude što bliži onom pravom govornom nemačkom, tako da nadam se da vam se ove vrste vežbi i ovakvi tekstovi sviđaju i odgovaraju. U pitanju je nivo B1 i B2. Pre nego što krenem, još jedno obaveštenje da vas podsjetim, naime da na mom sajtu Gumroad možete dobiti knjigu na poklon. Vjerojatno znate da tamo na tom sajtu možete kupiti elektronske knjige koje vam mogu pomoći da učite kako nemački, tako i engleski jezik. Dakle, u pitanju su elektronske knjige sa najrazličitim materijalom, gramatika, vokabular, konverzacijske rečenice. Ovoga puta na poklon je jedna rečenica u 4 glagolska vremena, dakle, izabrala sam nekih 900 rečenica, sve su vam u prezentu, prvo napisane, a dalje u ostatku knjige možete naći svaku pojedinačnu rečenicu prebačenu u futur, u perfekat i u preterit. Tako da se nadam da će vam koristiti. Link je ispod, u opisu ispod videa. Dakle, ako kliknete na taj link, otići ćete pravo na sajt i moći ćete da preuzmete knjigu kao poklon. Ok, a sada krećemo sa lekcijom. Wie streng sollten Eltern sein? Koliko strogi bi trebalo roditelji? Es geht darum, dass die Kinder ihre Pflichten bewusst und selbstständig erledigen und gleichzeitig davon überzeugt sind. Es geht darum, radi se o tome. Es geht darum, dass die Kinder, da bi deca, ihre Pflichten bewusst und selbstständig erledigen. Znači da oni treba da svoje obaveze svesno obavljaju i samostalno, bewusst und selbstständig, und gleichzeitig davon überzeugt sind, i da u isto vreme budu u to ubeđeni, da budu ubeđeni da to je ono što treba da radi, ne da ih mi primoravamo na to. Also, es geht darum, dass die Kinder ihre Pflichten bewusst und selbstständig erledigen und gleichzeitig davon überzeugt sind. Znači šta bi vam da bi bilo nepoznato, dakle imamo bewusst und selbstständig, svesno i samostalno erledigen obaviti, gleichzeitig u isto vreme überzeugt von etwas, biti ubeđen u nešto, znači gleichzeitig u isto vreme da su u to ubeđeni, davon überzeugt sind. Sie werden von Eltern nicht unter Druck gesetzt. Dakle, u tom slučaju oni neće biti pod pritiskom roditelja. Unter Druck setzen, dakle, na nekome vršiti pritisak da nešto uradi. Also, sie werden von Eltern nicht unter Druck gesetzt. Man versucht, den Kindern mit Geduld und Kommunikation zu erklären, warum sie diese Pflichten haben. Man soll versuchen oder versucht, den Kindern, koga šta dati, deci, mit Geduld und Kommunikation zu erklären, sa strpljenjem i komunikacijom dobrom, da objasni, warum sie diese Pflichten haben, zašto oni imaju te obaveze, warum sie diese Pflichten haben. Also man versucht, den Kindern mit Geduld und Kommunikation zu erklären, warum sie diese Pflichten haben. Worüber streiten sich die Kinder oft mit den Eltern? Znači, oko čega se deca najčešće svađaju sa roditeljima? Pričamo o nekoj mlađoj deci. Worüber streiten sich die Kinder oft mit den Eltern? Sich streiten über etwas, znači svađati se oko nečega. Also, worüber streiten sich die Kinder oft mit den Eltern? Häufige Diskussionsthemen sind. Česte teme za diskusiju su. Häufige Diskussionsthemen sind Schule, Hausaufgaben, dann Internet, Telefon, Probleme mit dem Essen, mit dem Schlafengehen, mit dem Einkaufen. Dakle, häufige Diskussionsthemen sind Schule und Hausaufgaben, česte teme za diskusiju u škole i domaći zadaci, Internet, Telefon, Probleme sa hranom, sa Schlafengehen, sa tim ukoliko sad treba da se ide na spavanje, i sa kupovinom. Also, Schule und Hausaufgaben.
Problem Nummer 1. Oft haben sie keine Lust zu lernen. Oft haben die Kinder keine Lust zu lernen. Znači, često djeca nemaju želje za učenjem. Sie haben keine Lust zu lernen. Der Schulenunterricht ist manchmal zu langweilig. Der Unterricht ist manchmal zu langweilig. Dakle, predavanja su, ti časovi su njima često dosadni. Sie lassen sich leicht ablenken. Sie lassen sich leicht ablenken. Znači, dozvoljavaju da budu lako mi se skrene pažnja na nešto drugo. Znači, veoma lako počnu da razmišljaju o nečem drugom. Sie lassen sich leicht ablenken. Ablenken je glagol, znači nekom skrenuti pažnju sa jedne stvari na drugu. Znači, oni, sie werden leicht abgelenkt. Možemo i tako da kažemo. Znači, lako postaju abgelenkt. Rasejani. Abgelenkt. Sie werden abgelenkt. Deshalb ist es wichtig, ihnen Dinge, die sie ablenken könnten, zu verweigern. Deshalb ist es wichtig, ihnen Dinge, die sie ablenken könnten, zu verweigern oder zu verbieten. Dakle, zbog toga je bitno da njima, ihnen, njima stvari koje mogu da im skrenu pažnju, verweigern oder verbieten, znači te stvari njima zabraniti. Die Dinge, die sie ablenken könnten, es ist wichtig, sie zu verweigern. Verweigern oder verbieten. Diese Dinge sind vor allem Internet und Handys und Tablets. Also, das sind natürlich Internet, mobile Telefone und Tablet. Diese Dinge sind vor allem, preswega, vor allem Internet und Handys und Tablets. Oft sieht man, dass bereits kleine Kinder nur mit dem Handy spielen. Oft sieht man, dass bereits kleine Kinder nur mit dem Handy spielen. Znači, često se vidi da već neka mala deca se već igraju sa telefonima. Wenn sie weinen, schreien, nörgeln oder einfach nur, wenn sie laut sind, versucht man sie mit dem Handy ruhig zu stellen. Dakle, kada plaču, wenn sie weinen, schreien, brichte, nörgeln, kad se nešto beschweren, kad se žale, nörgeln, oder einfach nur, wenn sie laut sind, ili jednostavno su suviše glasni, versucht man sie mit dem Handy ruhig zu stellen. Mi pokušavamo da ih smirimo uz pomoć telefona. Man versucht sie mit dem Handy ruhig zu stellen. Dadurch leiden die Kinder oft an Schlafstörungen. Zbog toga deca često pate od lošeg sna. Schlafstörungen, ne mogu da spavaju. Dadurch leiden die Kinder oft an Schlafstörungen. Sie schlafen zu wenig und sie ruhen sie nicht aus. Und dadurch sind sie tagsüber unkonzentriert und launenhaft. Sie schlafen zu wenig, premalo spavaju. Sie ruhen sich nicht aus, ne mogu da se smire. Dadurch, zbog toga, sind sie tagsüber unkonzentriert und launenhaft. I zbog toga su preko dana nekoncentrisani, abgelenkt i launenhaft, loše raspoloženje, schlechte Laune, launenhaft. Ihnen, sad pričamo o hrani, ihnen schmeckt das gesunde Essen nicht mehr. Njima se više zdrava hrana ne sviđa. Ihnen schmeckt das gesunde Essen nicht mehr. Die Kinder sind an das Fastfood gewöhnt. Deca su navikla na Fastfood. Die Kinder sind an das Fastfood gewöhnt. Sich gewöhnen an, na, wie ist das nächste? Sie sind an das Fastfood gewöhnt. Manchmal ist es für Eltern schneller, einfacher, bequemer, den Kindern Fertiggerichte vorzusetzen. Znači, ponekad je za roditelje brže, jednostavnije, udobnije, da deci, den Kindern, dativ, da deci gotova jela vorzusetzen, da stave ispred njih. Also manchmal ist es für Eltern schneller, einfacher, bequemer, den Kindern Fertiggerichte vorzusetzen. Also sie sparen damit Zeit, obwohl sie wissen, dass es nicht immer nahrhaft und gesund ist. Also sie sparen damit Zeit, sa tim oni štede vrijeme,
obwohl sie wissen, ihr Kosnayu, dass es nicht immer nahrhaft und gesund ist, da Tovignie, Hranivo i Zdravo. Nahrhaft und gesund ist. Wenn man zu lange nur Fast Food isst, wird es schwierig, sich das wieder abzugewöhnen, oder sich gewöhnen an etwas, etwas abzugewöhnen, wenn man zu lange nur Fast Food isst, ako previše dugo jedeš samo fast food, wird es schwieriger, znači postaje teže, sich das wieder abzugewöhnen, da se toga opet odvikneš. Sich abzugewöhnen. Sich abgewöhnen. I na kraju šta radi kad se ode u prodavnicu neka deca, šta radi kad ne mogu da dobiju to što žele. Es gibt Kinder, die im Geschäft Theater machen. Es gibt Kinder, die im Geschäft Theater machen, znači prave scene, prave pozorište u prodavnici. Wenn sie etwas nicht bekommen können, dann werfen sie sich auf den Boden, weinen, schreien und schlagen um sich. Was machen sie, wenn sie etwas nicht bekommen können? Šta radi kad ne mogu nešto da dobiju? Werfen sie sich auf den Boden, bacio se na pod, sie weinen, plaču, schreien, viču und sie schlagen um sich, i udaraju oko sebe. Das kann für die Eltern sehr unangenehm und sehr peinlich sein. To za roditelje može biti neprijatno i neprijatno. Isto bi bilo unangenehm, neprijatno. Es ist mir peinlich, mir nije neprijatno, ne osjećam se dobro zbog toga. Das kann für die Eltern sehr unangenehm und sehr peinlich sein. Wenn ein Kind so reagiert, dann weiß das Kind ganz genau, dass es die Sache auf diese Art und Weise bekommt, weil es in der Vergangenheit schon mehrmals vorgekommen ist. Also, wenn ein Kind so reagiert, kada jedno dete tako reaguje, dann weiß das Kind ganz genau, und to dete tačno zna, da će ono die Sache auf diese Art und Weise bekommen, znači, bekommt, da će na ovaj način, auf diese Art und Weise, na ovaj način tu stvar dobiti, weil jer in der Vergangenheit u prošlosti se to schon mehrmals vorgekommen ist. U prošlosti se to već dešalo, vorkommen, passieren. Još jednom, wenn ein Kind so reagiert, dann weiß das Kind ganz genau, dass es die Sache auf diese Art und Weise bekommt, weil es in der Vergangenheit schon mehrmals vorgekommen ist. Wenn es das erste Mal vorkommt, dann sollten Eltern streng durchgreifen und reagieren, damit in Zukunft solche Szenarien verhindert werden, um solche Szenarien vorzubeugen. Verhindern, vorbeugen, sprečiti, prevent. Dakle, wenn es das erste Mal vorkommt oder passiert, kad se po prvi put desi, dann sollten Eltern streng durchgreifen, dann sollten Eltern streng reagieren. Onda bi roditelji trebalo da strogo reaguju. Damit in Zukunft, da bi se u budućnosti solche Szenarien, solche Dinge verhindert werden, bile sprečene, ili um solche Szenarien vorzubeugen, da bi se takvi scenariji sprečili. Also, čitam još jednom bez objašnjenja. Samo možete da ne gledate u ekran, samo slušajte da vidite da li razumete. Wie streng sollten Eltern sein? Es geht darum, dass die Kinder ihre Pflichten bewusst und selbstständig erledigen und gleichzeitig davon überzeugt sind. Sie werden von Eltern nicht unter Druck gesetzt. Man versucht, den Kindern mit Geduld und Kommunikation zu erklären, warum sie diese Pflichten haben. Und worüber streiten sich die Kinder oft mit den Eltern? Häufige Diskussionsthemen sind Schule und Hausaufgaben, dann Internet, Telefon, Probleme mit dem Essen, Schlafen gehen, Einkaufen. Oft haben sie keine Lust zu lernen. Der Unterricht ist manchmal ihnen zu langweilig. Sie lassen sie leicht ablenken. Sie werden abgelenkt. Deshalb ist es wichtig, ihnen Dinge, die sie ablenken könnten, zu verweigern, zu verbieten. Diese Dinge sind vor allem Internet und Handys und Tablets.
Oft sieht man, dass bereits kleine Kinder nur mit dem Handy spielen, wenn sie weinen, schreien, nörgeln oder einfach nur, wenn sie laut sind, versucht man sie mit dem Handy ruhig zu stellen. Dadurch leiden die Kinder oft an Schlafstörungen. Sie schlafen zu wenig und sie ruhen sich nicht aus. Dadurch sind sie tagsüber unkonzentriert und launenhaft. Ihnen schmeckt das gesunde Essen nicht mehr. Die Kinder sind an das Fastfood gewöhnt. Manchmal ist es für Eltern schneller, einfacher und bequemer, den Kindern Fertiggerichte vorzusetzen. Sie sparen damit Zeit, obwohl sie wissen, dass es nicht immer nahrhaft und gesund ist. Wenn man zu lange nur Fastfood isst, wird es schwierig, sich das wieder abzugewöhnen. Es gibt Kinder, die im Geschäft Theater machen. Wenn sie etwas nicht bekommen können, dann werfen sie sich auf den Boden, weinen, schreien und schlagen um sich. Das kann für die Eltern sehr unangenehm und peinlich sein. Wenn ein Kind so reagiert, dann weiß das Kind ganz genau, dass es die Sache auf diese Art und Weise bekommt, weil es in der Vergangenheit schon mehrmals vorgekommen ist. Wenn es das erste Mal vorkommt, dann sollten Eltern streng durchgreifen, reagieren, damit in Zukunft solche Szenarien verhindert werden oder um solche Szenarien vorzubeugen. Okay. Ovdje se zaustavljamo, naravno ako vam se dopalo i koristilo, ne zaboravite da pritisnete like und subscribe.